Mehr Run, weniger Jump, aber okay. Das ist gigantisch, die Kiste. Oha. Kommen wir hier noch hin? Ich glaube, das sieht nicht so aus, als sollten wir hier hin. Hier müssen wir hin. Einmal mit den Inseln im Wasser. Okay, hier mal hoch. Oha, hier geht's steil. Ich glaube, hier muss es lang. Ja, genau. Ein Würfel. Oha, Käferpuppe. Ich bin jetzt ich pfui. Ein Papierchen. Oha, nicht auf mich drauf. Lichtlein. Und nicht reinfassen. Nichts anbrennen. Oh, ein Puzzleteil. Sehr schön. Modellflugzeug. Spielzeug. Hui. Okay, wie kommen wir hier durch? Aha. So, vielleicht nehmen wir hier das rausholen. Okay, dann das nächste Puzzleteil. Jetzt haben wir im Inventar. Aha, hier kommt das Astloch, wo wir durch Baumstammrutsche. Okay, ich rutsche scheinbar immer noch. Das Geräusch hört nicht auf. Soundeffekte Bug. Hier nochmal durch. Gab es nicht den Spiegel? Oh nein. Zum Glück machen wir den Weg nochmal. Nee. Der Spiegel war woanders. Dieses scheiß Rutschanimationsgeräusch. Das Rutschgeräusch. Na toll, müssen wir es jetzt nochmal machen oder was?
Kaffeebär saufen. Oh. Hi, Furry Shadow. Willkommen im Chat. Hell. Ich wollte gerade das Puzzleteil zurückbringen. Hab ich dann nochmal verirrt. Wie geht's dir? Na, noch geht's mir gut. Noch geht's mir gut. Ich spiele gerade ein Horrorspiel. Das ist gar nicht das Rutschgeräusch. Wir spielen ja den kleinen Jungen hier, der durch seine Albträume wandert. Der versucht, seine Mami wiederzufinden. Ich glaube, hier war das Bild da drüben. Ich meine es sogar schon zu sehen. Na, das ist blöd. Ins Wasser gefallen. Der F kommt da 3. Wo ist denn das verdammte Bild? Creepy Geräusche. Wie geht's dir denn? Furry Shadow. Furry One Shadow. Was geht bei dir? Ich denke, da waren wir richtig. Auf dem anderen Weg haben wir ja nur wieder einen Rundgang gemacht. Na, nicht so gut aktuell. Oh, was ist los? Was berückt dein Gemüt? Okay, hier müssen wir hoch. Ach ja, hier war durch das Bild durch. Jetzt waren wir hier im Bildsaal. Zu viel. Okay. Erzähl mir davon. Ich meine, ich werde dir nicht helfen können. Ganz bestimmt nicht. Bin kein Doktor. Aber ich kann dir zuhören. Vielleicht hilfst du mir mal deine Sorgen ein bisschen. Machst von deinen Sorgen ein wenig erzählen. Ach, du belastest mich damals nicht. Gar nicht. Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Raus damit. Rück raus. Um mich brauchst du da keine Sorgen zu machen. Mich belastest du damit gar nicht. Und wenn du reden willst, wenn du Sorgen hast, nur raus damit. Glaub mir, das ist... Mich belastest du damit gar nicht. Mich kann auch relativ wenig mehr schockieren. Ich hab schon Scheiße erlebt, das ist. Von den Träumen anderer Leute nicht. In ihren schlimmsten Träumen. Seit mehreren Monaten Streit mit meinem Freund. Depressionen, Ängste, etc.
Oh ja, das tut mir leid. Marie warst du, oder? Furry Shadow oder verwechsel ich da was? Und wenn ja, du musst mal deinen. Oha, hier sind Beine. Ja, Beziehungsstreits. Nie was Schönes. Oh, das sind nur Schuhe. Okay. Ja, Beziehungsprobleme kann ich euch Lieder singen. Das glaubt ihr nicht. Ich erzähle euch auch nicht alles, was mir privat passiert, aber ja. Über die Liebe und über Beziehungen. Kann ich Gedichte und Lieder singen. Ja, wie gesagt, ich kann dir da wirklich nicht helfen, kann ich dir leider nicht. Ach du Scheiße. Also ich weiß nicht, ob dir dieses Spiel hier, dieses Let's Play, was ich hier gerade mache, ob dir das da sonderlich helfen wird, deine Ängste zu überwinden. Das ist jetzt hier eher nicht so. Das ist so ein Horrorspiel, ist jetzt eher nicht so geeignet für Angstüberwindungen und so. Aber vielleicht lenkt es dich ein bisschen ab. Vielleicht kann ich zumindest das für dich tun. Für einen Moment von deinen Ängsten ablenken. Mit anderen Ängsten. Vielleicht ist Horror da auch gut für. Dich mit anderen Ängsten von deinen Ängsten abzulenken. Ich weiß nicht. Maybe. Mit den Ängsten anderer, von deinen eigenen Ängsten, mit den Ängsten dieses kleinen Jungen hier. Oha, da ein Puzzleteil im Brunnen. Ich werde vorsichtig. Ah, Geronimo. Oh, ertrunken. Was ein Wunder. Sehr guter Checkpoint. Ein fairer Checkpoint. Ja, eine Kurbel. Vielleicht hätte ich die mal, die hätte ich jetzt die mal benutzen sollen. Anstatt reinzuspringen in den Brunnen. Das wäre für dich mal keine so schlechte Idee. Ja, das Thema Belasten, das ist, kann ich euch sagen, das ist. Was haben wir hier? Oh, ein Schlüssel. Sehr schön. Da braucht euch generell an alle, braucht euch wirklich keinen Kopf zu machen. Das ist haut raus. Kommt raus mit, kommt herbei mit euren Ängsten und Problemen. Haut raus. Da braucht euch um mich am wenigsten Sorgen zu machen. Oh, hier ein Schloss. Was da wo reinpasst in das Schloss? Ein dreieckiger Schlüssel vielleicht.
Ich verkraft ein bisschen was. Könnt mir ruhig, aber. Oha. Sachen erzählen, meinte ich. Wie gesagt, helfen. Tja, das. Wenn man bei solchen Sachen helfen könnte, wenn es dann eine Patentlösung gäbe, dann gäbe es keine. Dann gibt es keinen Streit, keine Depression, keine Ängste in der Welt. Wenn es darauf Patentrezepte gäbe, wo man sagen könnte, mach das dagegen. Sowohl mit Ängsten als auch mit Depressionen und so. Klingt zwar scheiße, aber ich fürchte, da muss man lernen, mit umzugehen. Muss man klarkommen, lernen. Okay, waren wir hier schon oder geht's hier wieder zurück? Das sieht nicht so aus, als wären wir hier schon mal gewesen. Na toll. Gleich mal ersoffen. Als Bestrafung gibt es immer ein Widescreen. Ein glühend helles Screen. Das letzte Puzzleteil, also. Auf geht's. Da braucht man viereckigen Schlüssel für, um da durchzukommen. Ach du Scheiße! Und was ist das denn? Ach du Scheiße, aus welchem Höhlenschlund kommst du denn hervorgekrochen? Ach du Scheiße. Wie zum Henker. Okay, da wollen erstmal noch nicht hin. Erst wenn wir den Schlüssel haben. Ich gehe hier mal weiter. In der Hoffnung, nichts zu ertrinken. Der Blitzschutz. Hier wohl erstmal weiter. Was sind Fass? Ich fasse es nicht. Ne, hier ist das. Und Schlüssel für. Wo kriegen wir den verdammten Schlüssel her? Ah, jetzt sind wir wieder hier.
Wir sollten sneakend bleiben. Ich kann aber irgendwie dort aufstehen und auf einen der Tische, den Tisch krabbeln. Okay, können wir nicht. Den Tisch wahrscheinlich auch nicht. Okay, dann kamen wir wieder her. Ich verirre mich. So schwer kann das doch nicht sein, Schlüssel zu finden. Wie das sieht aus, als könnte da theoretisch ein Schlüssel sein. Nee. Da ist kein Schlüssel. Puh. Also. Wenn man Schlüssel sieht. Ja, also. Oh, nicht und hier kommt der gruselige Mann. Ah ja, vielleicht hier hoch. Hübsche Aussicht. Denke, kommen wir nicht weiter, wenn wir hier lang gehen. Vielleicht sollen wir hier lang. Dann war doch das mit dem Brett. Speicherpunkt, das ist gut. Konzeptdings haben wir hier. Das mit der Flasche überwuchern ist vielleicht gar nicht so falsch. Oder doch? Hier könnten wir hoch. Und dann da hoch. Das ist vielleicht eine Idee. Kiste hier hin verschieben und dann hier hoch. Oha, okay, da haben wir einen Schlüssel. Oh nein, versteck dich, versteck dich, versteck dich. Ich bin nicht hier. Eine Flasche. So, maybe schon zu laut. Schnell unterm Tisch.